Und deswegen raten wir dazu, das erste Shooting vor der Trauung zu machen, weil dann könnt ihr euren First Look wirklich alleine genießen, mit uns zusammen, vielleicht noch die Trauzeugen dabei. Was auch immer öfters vorkommt, ist, dass man die kleinen Gruppenbilder mit der engen Familie auch schon vielleicht vor der Trauung macht, damit die einfach schon im Kasten sind. Und ihr könnt halt vorher wirklich die Zeit emotional mehr genießen. Erklär doch mal, wie funktioniert das? Wie funktioniert das Festdruck? Wie leiten wir den ein im Endeffekt? Also ich kriege immer selber Gänsehaut und auch Tobi. Der Bräutigam wird positioniert mit dem Rücken zu dir, das heißt, er sieht dich noch gar nicht. Zu Braut, weil es könnte auch der Bräutigam Ja, sein. stimmt, also zu dir als Braut. Und dann läufst du als Braut auf den Bräutigam zu, legst dann die Hand auf seine Schulter von hinten. Und dann darf er sich umdrehen und sieht dich zum allerersten Mal in deinem wunderschönen Brautkleid.